Was man wirklich lernt beim Schachspielen, ist unter Druck zu entscheiden. Und das ist hilfreich, weil Entscheidungen auf die lange Bank zu schieben, ist oft eines der Übel, warum manche Dinge schiefgehen. Sein erstes Geld hat er sich als Taxifahrer verdient und in seine Geschäftsidee investiert. Wolfgang Renke verliest und vermietet Dinge fürs Büro, wie Computer, Schreibtische oder Drucker. Weil es gut läuft, bricht er damals sein Studium ab. Wir haben ja gegründet als Ein-Mann-Unternehmen im Schreibtisch, im Schlafzimmer, 1.800 Mark auf dem Konto. Also das ist natürlich etwas, was fast aus dem Lehrbuch ist. Man könnte auch in Amerika stattgefunden haben. Und ich wollte ja nur mein Studium finanzieren. Und dann später habe ich das dann immer weiter ausgebaut, erstmal deutschlandweit. Inzwischen börsennotiert ist die Grenke AG in 32 Ländern auf der Welt unterwegs. In allen Winkeln, wie Australien, Chile oder Singapur. Europa ist für ihn aber der wichtigste Markt. Diese 28 Länder haben sehr unterschiedliche Regeln. Und wenn wir einen gemeinsamen Markt machen wollen, müssen natürlich die Regeln angepasst werden. Also deswegen ist das, was wir als Bürokratie oft empfinden aus Brüssel, keineswegs so bürokratisch. Termin beim Sprechtraining. Europa erklären. Dafür gibt Wolfgang Renke alles. Geboren an der französischen Grenze, vertritt er den DEAK auch auf europäischem Parkett. Als Vizepräsident von Eurochambre, der Europäischen Kammerorganisation. Seine Reden übt er regelmäßig. Also ganz am Anfang war es natürlich sehr viel mehr Aufgeregtheit als heute. Nur Routine ist es auch nicht. So ein ganz klein wenig Spannung ist immer da. Machen wir es nochmal? Haben wir noch die Zeit? Die haben wir noch, ja. Gut, dann machen wir es nochmal, gell? 30 bis 40 Reden hält er im Jahr. Zum Beispiel beim Baden-Baden Award, wo Wolfgang Renke zum Nachwuchs in Film- und Theaterberufen spricht. Außerdem begeistert er sich für Denkmalschutz, Oper und Kunst. Unternehmerische Verantwortung über das Geschäft hinaus. Kultur und spielt für mich insofern eine durchaus wichtige Rolle, dass sie diese rationale Welt ergänzt, erweitert, durch den Blick des Künstlers erweitert. Man sollte auch darin investieren, auch wenn man dann keine so besonders gute Rendite bekommt. Also nicht im Sinne von monetärer Rendite. Darum geht es im Kulturhaus LA8 in Baden-Baden, das Grenke gegründet hat. Mit im Haus seine Leidenschaft, ein Schachzentrum. Manchmal muss man nach Gefühl entscheiden, manchmal kann man gründlich analysieren. Das ist immer eine Frage der jeweiligen Situation. Das hilft einem beim Schachspielen. Aber ansonsten ist es dann am Ende dann doch ein Spiel und nicht die Realität.